Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge 8 deswegen. Heute habe ich einen besonderen Gast, Dr. Clarence Pingpo. Er ist Herzchirurg an der Universität in Freiburg und Bad Kotzing. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Clarence. Es freut mich auch, dass ich dabei sein darf. Ja. Was ist denn ein Herzchirurg? Ach, deswegen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Fionn Große und ich freue mich darauf, in viele spannende Themenfelder einzutauchen. Dazu lade ich kompetente Gäste in die Sendung, die in einem lockeren Gespräch einen schnellen Einstieg in ihr Sachgebiet ermöglichen. Übrigens, auf YouTube kann man sich das Gespräch auch anschauen. Wir lassen immer Kameras mitlaufen. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Ein Herzchirurg. Einfach gesagt, ein Herzchirurg ist derjenige, der strukturelle Fehler am Herzen, das heißt das, was kaputt ist am Herzen, wieder reparieren kann. Das ist so wie, ich möchte es jetzt nicht herablassen, aber das ist eigentlich so wie ein Automechaniker für den Motor. Ja? Das Herz ist das Motor und wenn irgendwas am Motor nicht stimmt, dann fährt man her zum Automechaniker und der repariert das, was kaputt ist. Und das macht der Herzchirurg am Herzen. Es gibt ja auch noch andere Herzärzte, zum Beispiel Kardiologen. Was machen die dann? Die Kardiologen sind quasi diejenigen, die das Problem am Herzen feststellen. Das sind meistens die Erstkontaktpersonen für die Patienten. Und das, was die Kardiologen machen, ist, die können diese Fehler oder diese Probleme meistens nur mit Medikamenten therapieren. Das ist so, wie wenn man jetzt zum Autowerkstatt geht. Es gibt einen, der mit dem PC dabei ist und liest dann das Problem dann am Herzen, stellt dann fest, was das Problem ist. Und manche Sachen kann man dann am PC umprogrammieren und es passt. Die Sachen, die nicht umprogrammiert werden können, müssen dann repariert werden. Und der Kardiologe ist eigentlich der, der das Herz durchcheckt, durchschaut, Probleme feststellt und dann versucht mit Medikamenten bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn er nicht weiterkommt, dann kommen dann die Herzchirurgen. Okay, also jetzt sind wir mal dabei. Wie funktioniert so ein Herz? Wie ist das aufgebaut? Ich glaube, jetzt einfacher als halber beschrieben, sollte man sich das Herz wie ein Haus. Ja? Dieses Haus hat vier große Zimmer. Und es gibt Trennwände in dem Haus, ja, die dieses Haus in zwei gleich große Parteien unterteilt, jeweils mit zwei Zimmern. Und diese Zimmer sind wiederum miteinander verbunden durch Türen, die nur in eine Richtung aufgehen. Das heißt, man kann nur in eine Richtung oder man sollte nur in eine Richtung durch diese Türen gehen. Und diese beiden Strukturen sind wiederum durch einen Gang, der in Kreisform ist, miteinander verbunden. Und zwischen Haus und Gang gibt es wieder eine Tür, der auch nur in eine Richtung geht. Ja? Das heißt, diese Türen sind die Herzklappen. Der Gang ist, oder der Flur sind die Blutgefäße. Und da diese Türen nur in eine Richtung aufgehen, entsteht da ein Kreislauf. Das ist unser Blutkreislauf mit dem Haus oder das Herz im Mittelpunkt als treibende Kraft. Ja? Und klar, so wie es ist im Haus, kann es Probleme geben bei diesen Türen, dass die entweder nicht richtig schließen oder nicht richtig aufgehen. Und da sind halt die strukturellen Probleme in dem Haus, wo dann der Herzchirurg reinkommt und versucht dann dieses Problem so gut es geht zu lösen. Ja. Also die typischen Probleme, die ein Herzchirurg beheben kann, sind die Türen.
Genau. Und die Gänge, sind die auch manchmal kaputt? Die Gänge sind manchmal kaputt, die Gänge sind manchmal vielleicht zu groß, dass die auch platzen können. Ja, da muss man die auch ersetzen oder reparieren. Wie heißen die Gänge richtig? Die Gänge sind die Schlagadern. Okay. Und zum Beispiel spreche ich jetzt vor allem über den Hauptschlagader. Das ist der Aorta. Ja, es gibt ja gewisse Bindegewebserkrankungen, die dafür sorgen, dass diese Hauptschlagader übermäßig größer wird. Das nennt man ein Aneurysma. Ja. Und in dem Haus selber gibt es Wasserleitungen. Und das sind dann die Blutgefäße für das Haus oder fürs Herz. Diese Blutgefäße sowie die Wasserleitungen können verstopft werden. Ja? Und das ist auch Aufgabe des Herzchirurgs, dafür zu sorgen, dass diese verstopfte Wasserleitung oder Blutgefäße am Herzen wieder durchdringend werden. Genau. Ja? Das sind sozusagen die Hauptsachen, mit denen wir uns beschäftigen. Das Rohr oder die Blutversorgung im Herzen zu gewährleisten, die Türen oder die Klappen zu reparieren oder diese vergrößerte Hauptschlagadern ebenfalls auch zu ersetzen oder zu reparieren. Was gibt es noch für? Gibt es manchmal, dass die Wände kaputt sind oder so? Das gibt's. Und das kommt vorwiegend vor bei Kindern. Oder es gibt Löcher in den Wänden, die sind da für die Kinder, wenn das Kindeskreislauf noch nicht gereift ist, dafür da, dass das Kind ausreichend mit Blut und Sauerstoff versorgt wird. Und der Körperbau oder die Physiologie ist so, dass wenn das Kind dann selber atmen kann und die Lunge voll entfaltet ist, sollten diese Löcher in den Wänden zugehen. Ja? Und es gibt angeborene Fehler, wo diese Wände nicht richtig zugehen oder nicht richtig ausgebaut sind. Und da schreiten dann oder da kommt dann wieder noch eine spezifische Form der Herzchirurgie ein, das ist die Kinderherzchirurgie, wo die versuchen dann diese Wände wieder zu reparieren oder wieder darzustellen, dass es ein guter Konstrukt gibt, so wie ich es eben beschrieben habe. Okay. Und sind solche Sachen alle genetisch oder sind die angeboren, diese mechanischen Fehler? Oder kann man die sich auch durch schlechte Ernährung oder anderes Verhalten aneignen? Grundsätzlich in der Herzchirurgie unterscheiden wir immer bei fast allem. Auch bei den verstopften Rohren oder kaputten Türen zwischen angeborenen Fehlern oder Problematik und erworbenen Problematik. Und meistens die Einengungen, das heißt die Stenosen oder die Verstopfung der Röhren, die sind erworben. Ja? Es gibt auch einen starken genetischen Faktor, der eine Rolle spielt. Das heißt, wenn die Eltern oder Familienmitglieder diese gleiche Erkrankung haben, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wenn man nicht extra aufpasst auf diese Risikofaktoren, dass man diese Erkrankung bekommt. Ja? Und wir sprechen da von hohen Blutzuckerwerten, hohen Blutfettwerten, Übergewicht, Rauchen, Mangel an Sport. Ja? Das sind Sachen, die generell fast alle Herzerkrankungen begünstigen. Ja? Das heißt, wenn man aber ein Blutzuckerproblem hat, und dieses Blutzuckerproblem ist gut therapiert, dann ist das Risiko zu erkranken dadurch gesenkt. Ja? Oder wenn man ein Blutdruckproblem hat und das ist entsprechend therapiert, dieses Risiko, dass man später an irgendwas erkrankt, deutlich gesenkt. Ja? Na, das heißt, wenn man das hat, muss man dafür sorgen, dass es gut therapiert ist. Und eben die angeborenen Sachen, meistens werden die erst innerhalb der ersten Wochen, Monaten bis Jahren nach dem Geburt gemerkt und entsprechend therapiert. Okay. Und gibt es auch so Erkrankungen, mit denen man einigermaßen leben kann?
Also, dass die Klappen teilweise nur funktionieren oder irgendwie ein bisschen anders gebaut sind bei der Geburt? Die meiste oder die herzchirurgische Erkrankung, die sind meistens schleichend. Ja? Das heißt, es ist ein schleichendes Prozess. Das fängt langsam an und mit der Zeit, mit zunehmendem Alter und zunehmender Schwere der Erkrankung wird es dann schlimmer. Es gibt für uns Punkte oder Stadien, wo wir sagen, okay, ab diesem Stadium, dieses niedrige Stadium, müssen wir jetzt noch nicht operieren, aber wir müssen den Patienten im Auge behalten, beobachten. Und ab einem mittelschweren bis schweren Stadium, je nachdem, was für Beschwerden die Patienten haben, müssen wir diese Patienten behandeln. Ja? Das heißt, auch wenn die Tür nicht richtig aufgeht, kann man trotzdem da durchgehen und in den anderen Räumen kommen. Das wird erst ein Problem, wenn diese Tür komplett klemmt und nicht richtig aufgehen. Aber man kann trotzdem in den anderen Raum hineinschauen. Aber durchgehen kann man nicht. Dann ist es auf jeden Fall schon ein Zeitpunkt, dass man das operieren soll. Ja? Dann gibt es aber auch, wenn die Türen nicht richtig zugehen, man fühlt sich aber trotzdem einigermaßen in Sicherheit, dass man kein Bedenken hat, aber man kann es so anlehnen. Aber stellen Sie sich mal vor, diese Tür würde dann komplett offen bleiben. Dann, wenn das dein Haus ist, würdest du das wollen, dass man das dann schon repariert. Ja? Das heißt, auch für die Insuffizienzen und Stenosen gibt es Graden, wo man das nur beobachten kann. Und ab einem bestimmten Punkt muss man es halt reparieren, weil es sonst nicht anders geht. Machen wir mal ein Beispiel, so eine Klappe, so eine Tür, heißt, das sind die Klappen, ne? Genau. Die öffnet, sagen wir mal, nicht richtig, also geht nicht voll auf. Was macht man da? Wie geht sowas? Was gibt es da für Möglichkeiten zu operieren? Dann schauen wir erstmal. Man kann diese Klappe erstmal operieren. Mit Anschluss einer Herz-Lungen-Maschine wird diese erkrankte Klappe herausgeschnitten und eine neue Klappe eingebaut. Die andere Möglichkeit ist entweder mit einem Katheter. Was ist ein Katheter? Ein Katheter ist, ich will sagen, ein Draht. Ja? Auf diesem Draht ist ein Ballon an der Spitze und auf diesem Ballon ist eine zusammengefaltete Klappe angelegt. Dann geht man mit diesem Draht über zum Beispiel den Leistengefäß, schiebt man diesen Draht bis zum Herzen vor und man schiebt diesen Draht etwa durch diese Tür, dass es gerade so durchgeht und dieser Ballon genau in der Mitte von der Tür steht. Und auf diesem Ballon ist eine neue Tür. Dann wird der Ballon aufgeblasen. Diese Tür wird dann an der alte Tür wird an der Wand geklemmt. Und dafür in dieser Position kommt eine neue Tür, die einwandfrei auf und zu geht. Das ist die TAVI oder die kathetergestützte Klappenersatz. Und man muss immer unterscheiden zwischen, das heißt, welche Methode für den Patienten besser ist. Hängt ein bisschen von der Schwere der Erkrankung, was für andere Erkrankungen dieser Patient hat. Es hängt vom Alter des Patienten. Genau. Und es gibt bestimmte Scores, die wir vor der OP errechnen, um zu sehen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand bei so einer Operation verstirbt. Wenn diese Scores hoch sind, das heißt die Wahrscheinlichkeit höher sind, dass die Patienten bei einer Herz-OP versterben, dann kriegen die halt diese kathetergestützte Klappe. Das ist nicht so ganz gut die Lösung, die Katheterlösung, also von der Qualität her? Das kann man so nicht sagen. Das ist eine relativ neue Methode im Vergleich zu der konventionellen Herzchirurgie. Und damit sowas dann wirklich state of the art ist, muss es erstmal ein paar Jahre in der Medizin sein. Und man muss schon einige Patienten damit therapiert haben und diese Patienten dann nochmals nach 20, 30 Jahren untersuchen,
um zu sehen, ob diese Klappe auch so lang haltbar ist oder es eine dauerhafte Lösung ist für die Patienten. Und ich denke, das ist gerade eben das Problem. Die Chirurgie, das heißt das Herausschneiden und Nähen der Klappe, das ist schon seit über 30 Jahren, hat seit über 30 Jahren Bestand. Und diese kathetergestützte Klappen sind erst so um die Mitte 2000er Jahren werden die vorwiegend benutzt, so ab 2006, 2007, 2008. Das heißt, es ist relativ neu. Und für Sie oder für dich selber, wenn du so eine Klappe wolltest, dann wolltest du sicher etwas, was dauerhaft ist. Ja, genau. Aber das sind eben nur Klappen, biologische Klappen aus Rinderherzbeutel. Und das machen wir für Patienten, die älter sind. Älter heißt ab 60 aufwärts. Ja. Für die, die unter 60 sind, kriegen die eine Kunststoffklappe. Das ist relativ lang haltbar, aber die Patienten müssen dafür ein blutverdünnendes Mittel nehmen, Makoma. Für ältere Personen ist es nicht gut, weil erstens kapieren die das nicht, oder ich möchte nicht sagen, kapieren die das nicht. Die Disziplin bei der Einnahme. Nein, ich denke, das ist schwierig zu verstehen, welcher Blutwert, wie der Blutwert sein soll, weil die müssen das teilweise selber messen und wie viele Medikamente die dann einnehmen sollen, damit das dann... Es gibt noch fitte Leute, aber es könnte sein, dass die in den nächsten 5 Jahren nicht mehr ganz so... Aber für die fitte Leute... Ja. Würde man dann auf jeden Fall fitte alte Leute würde man eine biologische Klappe einnehmen. Ja, weil man weiß, diese biologische Klappe halten 15, 20 Jahren. Nehmen wir an, die sind 60, dann werden die erst 80, wenn diese Klappe kaputt geht. Und dann jetzt schon kann man in diese kaputte Klappe eine kathetergestützte Klappe reinsetzen. Jetzt schon. Das heißt, man muss, also wenn die Person dann 75 ist oder. Da muss man den gar nicht operieren. Wenn die Klappe groß genug ist, dann kann man mit dem Katheter da rein und eine neue Klappe in diese Position ansetzen. Das heißt, für die ist es schon eine gute Lösung, weil man weiß, mit dem Alter und Makoma gibt es sehr viele Komplikationen. Ja, die sind dann nicht mehr so gut auf die Beine, die stürzen, die verletzen sich, es gibt Brüche. Und dann so ein Bruch oder Schenkelhalsbruch mit Makoma. Das ist nicht so gut. Ja. Wenn wir jetzt schon beim Bruch sind, man muss ja, wenn man typischerweise operiert, irgendwie den Brustkorb öffnen. Wie geht das? Wie macht man das? Was sind das für Schritte? Genau, der Standardzugang zum Herzen erfolgt über eine mediane Sternotomie, so nennen wir das. Das ist ein mittlerer Schnitt längs durch das Brustbein. Ja? Das ist der Standardzugang. Und mit diesem Zugang können wir alles am Herzen reparieren. Ja? Das heißt, die Patienten hören das ungern, dass das Brustbein aufgesägt wird. Ja? Aber leider Gottes, das ist die einzige Möglichkeit, ans Herz zu kommen, durch diesen Zugang. Und dann wird das Brustbein auseinander gespreizt. Mhm. Ja? Das Herz liegt in so einem Beutel, das nennen wir den Herzbeutel. Diese Beutel wird aufgemacht. In dem Beutel gibt es da etwa Schmierflüssigkeit, sage ich jetzt mal so, dass es keine Reibung entsteht, wenn das Herz arbeitet. Und diese Beutel wird dann entsprechend aufgehängt, dass das Herz etwa nach oben gezogen wird. Und dann schließen wir unsere Herz-Lungen-Maschine an dem rechten Vorhof. Das ist einer dieser Kammern. Das ist der Eingang? Das Empfangszimmer? Ja, das ist der Eingang zum Herzen. Ja. Aber dieser Vorhof, wo wir die Kanüle reinstecken, dort kommt, das ist der Sammelbecken im Herzen. Dort kommt das ganze Blut aus dem Körper zurück im Herzen, genau an diesem Punkt. Und dort kommt ein Schlauch hinein. Das Blut wird sofort wieder rausgesaugt, über die Herz-Lungen-Maschine mit Sauerstoff und Nährstoffen angereichert. Und dann gibt es wieder einen Schlauch in dem Hauptschlagader. In dem Fall jetzt ist es unser
Flur. Ja, da kommt ein Schlauch hinein und das Blut wird dem Körper wieder zur Verfügung gestellt. Ja. Und weil diese Herzlungenmaschine die Funktion des Herzens und der Lunge übernimmt, ja, das Blut mit Sauerstoff anreichert, kann man das Herz dann vom Kreislauf trennen, ja, durch eine Klemme. Und das Herz wird dann stillgelegt und am stillgelegten Herz kann man dann alles machen, was man möchte. Man kann diese Tür reparieren, das heißt die Klappe. Man kann die verstopften Gefäße wieder freikriegen, ja, mit Bypässe. Genau. Was ist ein Bypass? Ein Bypass ist eine Überbrückung. Ich sag's mal so, das Wasser zum Beispiel im Bad kommt gar nicht an, weil es irgendwo unterwegs eine Verstopfung gibt. Dann geht man zur Hauptquelle, zapft Wasser ab, baut dann ein neues Rohrsystem, der diese Verstopfung umgeht und schließt es direkt vor, vom Badezimmer wieder ein. Ja? Und der Körper hat dann viele von diesen Rohren, das nennt man Bypass-Grafts, und das sind entweder die Venen an den Unterschenkeln oder die Armschlagadern oder die Brustbeinschlagadern, die man entsprechend benutzen kann, um diese Umleitung zu machen. Um das Blut wieder an der Stelle zu bringen, wo wenig Blut ankommt. Also wir haben jetzt mal geguckt, es gibt die Herzklappen, die kaputt gehen könnten. Es könnten die Gefäße, also die das Herz mit Blut, Sauerstoff versorgen, die könnten zum Beispiel verstopft sein. Dann, die Wände können auch ein Problem haben. Wie könnte man die reparieren? Also wenn man das Loch nähen will, dann braucht man ja irgendwas, was da reinkommt. Dann nimmt man also am liebsten eigenes Gewebe, oder? Oder kann man da auch irgendeinen Stoff reinweben? Stoff nicht. Das muss etwas, was wasserdicht zum Beispiel. Das ist vielleicht das Hauptkriterium, weil man möchte ja die Kreisläufe voneinander trennen. Ja? Es gibt einen Kreislauf mit weniger Sauerstoff und einen Kreislauf mit reichlichem Sauerstoff. Und ich habe ja vorhin gesagt, über dem Vorhof, wo wir die Kanüle reinstecken, dort kommt das verbrauchte Blut aus dem ganzen Körper hinein. Ja? Und man möchte nicht, dass dieses verbrauchte Blut mit dem Blut, was frisch von der Lunge kommt, gemischt wird. Und das ist ja meistens das Problem, was diese Patienten haben. Dann möchte man wieder diesen Kreislauf wiederherstellen und dann diese verbrauchtes und nicht verbrauchtes Blut voneinander trennen. Das heißt, man braucht etwas, was Blut, was dicht ist. Und als Material gibt es momentan Kunstperikard, so nennen wir das Kunstperikard. Das ist eigentlich fast so wie eine Folie, aber das ist natürlich länger haltbar, was man benutzen kann. Ja? Das wird dann an dieser Stelle, wo es das Loch gibt, festgenäht. Das, was jetzt häufiger wird, ist Rinderherzbeutel. Das hat man reichlich. Das wird aufbereitet. Das heißt, alle fremden Proteine werden sozusagen entfernt. Und es bleibt dann nur noch ein Bindegewebe, worauf der Körper jetzt eigentlich wenig reagieren kann, das immunologisch reagieren kann. Und das ist das, was man eigentlich gern benutzt, weil das aufbereitet ist und man weiß, dass es belastbar ist. Als Alternativ könnte man sein eigenes Herzbeutel benutzen, aber das bedeutet für uns während der OP, dass wenn wir diese Herzbeutel rausschneiden, dass wir das während der OP, während des Eingriffes aufbereiten müssen. Sie müssen teilweise Fett wegmachen, das säubern, dass wir das auch benutzen können. Und viel einfacher ist, wenn man dieses schon aufbereitetes Rinderherzbeute benutzt. Das ist ja bestimmt auch ein Problem, oder? Wenn die OP länger geht. Genau, wir wollen schon gucken. Wir sind relativ sicher mit der Herz-OP. Und eine durchschnittliche Dauer einer Herz-OP ist so zwischen 2 bis 8 Stunden. Ich habe es jetzt ausgedehnt, je nachdem, das, was man macht. Und man möchte natürlich so schnell es geht, die Zeit, für die man die Herzlungenmaschine braucht, begrenzen. Ja? Das ist ein Fremdkörper, das hilft uns ja für die OP, aber dieser Kontakt, diese Fremdkontaktoberfläche, der Körper reagiert sehr stark darauf.
als würde es eine Entzündung haben. Ja, die Entzündungswerte sind sehr hoch. Und klar, wenn man diese Zeitraum verkürzen kann, ist es vom deutlichen Vorteil. Ja. Und dann gibt es noch die Zuleitungen und Ableitungen, die Aorta zum Beispiel. Genau. Oder was repariert ihr da? Genau, der Aorta zum Beispiel kann man auch mit einem komplett ersetzen. Das kann man auch mit einem vorgefertigten Raw aus Dacron. Ja. Dacron ist eigentlich ein wasserdichtes Material, fast so wie Gore-Tex. Sie kennen diese Kleidungsdinge, das ist fast so wie Gore-Tex. Und es gibt schon vorgefertigte Rohren in verschiedenen Größen, die man, wenn man diese Hauptschlagader da durchtrennt, rausschneidet, kann man dieses Rohr an dieser Position einnehmen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich selbst ein Rohr zu basteln aus dieser Rinderherzbeute. Weil das ist so groß, dass man das falten kann und als Rohr auch nähen kann. Das heißt, je nachdem, was für eine Erkrankung das ist, ob es eine Infektion ist oder ob es einfach nur eine Aufweitung dieses Rohres ist, hat man viele Materialien zur Verfügung. Repariert ihr nur die Aorta, die direkt an der Nähe vom Herzen ist oder auch an anderen Teilen des Körpers? Eigentlich die gesamte Hauptschlagader kann man ersetzen. Ist das die Aufgabe der Herzchirurgie, wenn jetzt meine Hauptschlagader weiter oben oder unten? Das ist eine schwierige Frage. Meistens in den herzchirurgischen Abteilungen gibt es auch eine Gefäßchirurgie. Und meistens arbeiten die zusammen. Und es ist Aufgabe der Herzchirurgie, alle herznahe Gefäßen zu ersetzen, zu reparieren oder zu korrigieren. Ja? Das heißt, wenn dieses Gefäß in Nähe des Herzens ist, ist es unsere Aufgabe, das mitzumachen. Gut, der Hauptschlagader ist ein besonderes Organ, kann man so sagen. Und zum Beispiel bei uns in Freiburg und Bad Krozingen haben wir diesen Luxus, dass wir das bei uns in unserem Zentrum komplett ersetzen können. Ja. Das können wir ersetzen, aber das ist nicht per se Aufgabe des Herzchirurgens. Aber meistens der Ersatz von diesem kompletten Hauptschlagader kann nur erfolgen, wenn man den Kreislauf mit der Herz-Lungen-Maschine für diesen Zeitraum ersetzt. Das heißt, es bietet sich schon an, das in einem Zentrum zu machen, wo es eine Herzchirurgie gibt. Um eine Dimension zu bekommen, wie groß ist so eine Hauptschlagader, wenn ich jetzt so, keine Ahnung, ein Liter Blut irgendwo einfüllen wollen würde, also wie lange braucht das, bis die Aorta einen Liter Blutdurchfluss hat, ungefähr? Die Aorta ist nur eine Leitung, ne? Das ist nur ein Rohr, über dem das Blut fließt. Ja? Und vom Durchmesser ist es, bei einem normalen, gesunden Mensch hat es einen Durchmesser von 2 bis 3 Zentimeter. Ja? Aber das, was du meinst, das ist die Pumpleistung, wie viel Blut in der Minute zum Beispiel durch das Herz oder durch den Körper gepumpt wird. Ja? Und die Pumpleistung für einen normalen, gesunden Mensch sollte nicht unter 4 Liter. Pro Minute? Pro Minute. Also, weil wenn ich mir vorstelle, ich mache mir einen Schnitt irgendwo und dann tröpfelt es schon raus, aber da kommt jetzt nicht nennenswert was raus. Es hängt davon ab, das, was du schneidest. Genau. Wenn du einen Hauptschlagader, hier hat man auch an den Ärmeln auch einen Schlagader, das kann man da tasten. Ne? Und es gibt aber Venen. Die Venen, das ist ein Niederdrucksystem. Die Venen führen das verbrauchte Blut zurück zu dem rechten Vorhof. Ja, da ist kein Druck drauf. Aber die Hauptschlagader und die Schlagadern generell im Körper sorgen dafür, dass das Blut vom Herz zum Rest des Körpers gebracht wird. Wenn du eine Schlagader aufschneidest und das auflässt, bist du in wenigen Minuten ausgeblutet. Egal wo. Ja, egal ob es hier
an dem Arm ist oder in der Leiste oder im Knöchel. Wenn man das nicht tut, du bist in wenigen Minuten ausgeblutet. Wenn du die Hauptschlagader verletzt, ist es eine Sache von Sekunden bis Minuten, bis du ausgeblutet bist. Genau. Deswegen haben wir bei Patienten, die eine sehr große Hauptschlagader haben, immer die Sorge, dass das aufplatzt, dass es platzen kann. Kann der Notarzt oder die Notärztin da noch was machen? Eigentlich nicht. Wenn das platzt, ist es erledigt. Ja? Und, da müsste man fast schon auf dem OP-Tisch liegen. Genau. Es gibt aber Erkrankungen, wo das nur teilweise platzt. Ja. Das heißt, es gibt noch einen Außenwand, der richtig reißfest ist. Und der Innenwand reißt durch. Und diese Außenwand hält es noch. Ne? Das nennen wir eine Dissektion. Meistens haben diese Patienten starke Schmerzen. Die verspüren so vernichtende Schmerzen. Und wenn wir sowas mitbekommen, die Notärzte sind auf sowas sensibilisiert. Ja? Wenn die hören, starke Schmerzen zwischen die Thorax, zwischen die Schulterblättern oder auch im Brustkorb und die Patienten, wir wissen, die haben einen hohen Blutdruck und sowas, dann wissen wir, okay, das ist wahrscheinlich so ein Riss. Ja? Und für jede Stunde, wo dieser Patient nicht versorgt wird, hat er eine steigende Mortalität. Das heißt, für jede Stunde sinkt seine Überlebenschance. Das heißt, vom Zeitpunkt, wenn die Notärzte das wissen und wir davon Bescheid wissen, wird alles andere sofort gestoppt und ein Saal für diese Patienten reserviert, sodass sobald er im Krankenhaus ist, sollte er so schnell wie möglich operiert werden. Genau. Und unsere Aufgabe ist es dann, diese gerissene Hauptschlagader rauszuschneiden und dann komplett zu ersetzen. Meistens ist es herznah, aber es gibt auch einen Riss, der weit weg vom Herzen ist. Da kommen dann Gefäßchirurgen oder Interventionalisten. Man kann es operieren oder man kann es mit einem Stent, wir hatten es ja vorhin, man kann es mit einem Stent wieder stabilisieren. Ja, von innen. Stent, aber du so machst, du machst Stent, so eine Bewegung, genau, das ist Stent. Wie dieser Ballon oder was? Genau, Stent ist wieder so ein Katheter, über den ein ganz langer Ballon aufgebaut ist. Und auf diesem ganz langen Ballon ist dann sowas wie ein Metallgerüst zusammengefaltet draufgelegt. Ne? Und manchmal hat dieses Metallgerüst auch in den Zwischenräumen auch so ein dichtes Gewebe, sodass alles von innen abdichten kann. Gibt es noch typische Sachen, die er repariert? Außer den Riss am Hauptschlagader, Aortenklappe, Mitralklappe, da sind halt die Türen und Bypässe. Ich glaube, wir haben alles besprochen. Was ist, wenn man das Herz nicht mehr in den Griff kriegt, wenn man es austauschen muss? Das ist dann ein kompletter, das ist eine Herztransplantation. Ne? Was ist schwieriger? Reparieren oder? Schwieriger ist reparieren. Austauschen ist einfach, ja, weil diese zu- und abführende Rollen werden einfach rausgeschnitten und das von dem anderen Patienten werden dann die zu- und abführenden Rollen wieder miteinander vernäht. Ja. Und wenn so ein fremdes Herz dann frisches Blut kriegt, dann fängt es halt von allein zu schlagen. Das ist ja das Spezielle. Man muss es nicht schocken oder so wie so ein Krankenwagen. Manchmal. Manchmal muss man resetten, aber in der Regel ist es so, so funktioniert unser Beruf, dass wenn das Herz vom Blut getrennt ist, ne, dann leidet es und wir stellen das still. Und wenn wir das Herz dann wieder frisches Blut zuführen, dann fängt es wieder an von allein zu schlagen. Und wie kriegt man so ein Herz ruhig? Ah. Weil ich kann mir vorstellen, wenn die Klappen kein Wasser haben, also kein Blut haben, aber trotzdem sich bewegen, wird das ja Katastrophe. Genau, das kann man ruhig kriegen. Es gibt verschiedene Methoden. Ne? Man kann es mit Strom ruhig kriegen. Ja? Und in dem Fall ruhig kriegen mit Strom heißt ja, dass wir das Herz in so einen Schockkrampf versetzen. Ich versuche es jetzt so gut es geht. Auszudrücken, dass die Leute das verstehen. Das ist so ein Schockkrampf, das heißt, das Herz krampft dann kontinuierlich, ist aber
schuld. Es gibt dann nicht diese Auf- und Zu-Kontraktion, wie das sonst ist. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, das ruhig zu kriegen, ist mit einer speziellen Lösung, die mit Kalium, der sehr kaliumreich ist, mit auch mit Nährstoffen und spezielle Puffersubstanzen. Und diese Substanzen verabreichen wir dann in der Stromleitung oder das Rohrsystem des Herzens. Ne? Und das sickert dann einfach dadurch und entspannt das Herz sozusagen und hält das in diesem relativ entspannter Zustand. Dann können wir dann in einem blutleeren, entspannten Herz dann unsere Eingriffe durchführen. Ja, genau. Ohne diese, früher gab es das nicht. Ja, dann stand man immer relativ unter Zeitdruck. Und dann hat man manchmal ungenau am schlagenden Herzen gearbeitet. Das gibt es auch jetzt, dass manche Operationen am schlagenden Herzen durchgeführt werden müssen. Wenn wir das Herz nicht klemmen oder den Hauptschlagader nicht klemmen können, weil das stark verkalkt ist. Oder wenn wir nur einen Bypass machen müssen. Ja, oder wenn diese Hauptschlagader so verbacken ist, dass wir das nicht bei einer Reoperation, dass wir das nicht frei kriegen. Und es gibt aber auch noch die Möglichkeit, das habe ich noch unterschlagen, das Herz stillzulegen, das ist mit Kälte. Oh. Eiswürfel rein in den Beutel. Zum Beispiel. Oder echt ernsthaft? Mit kaltem, früher war es so, ja, aber jetzt wissen wir, wenn wir das Herz direkt mit Eiswürfeln drauf machen, dass es auch so eine Verbrennung sozusagen, eine Kälteverbrennung im Herzen verursacht. Aber tatsächlich, diese Kaliumlösung, das ist kalt. Das, was wir hier rein verabreichen, das ist kalt. Das ist 4 Grad kalt zum Beispiel. Ja, und wir wissen auch, wenn man dieses Kaliumlösung nicht hält und so, kann man durch Kälte das Herz in diesen Schockkrampf versetzen. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, das Herz stillzulegen sozusagen. Ja. Genau, deswegen, das sind auch viele Sachen, die auch so eine Rolle spielen. Wir wissen ja auch, im Winter ein Herzinfarkt und wenn man da liegen bleibt in der Kälte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man überlebt, größer, als wenn das in einem Sommertag, heißen Sommertag passieren würde, wo alles warm ist. Und weil diese Kälte ist auch schon fürs Gehirn und für die anderen Organe, nicht nur fürs Herz. Ja. Ja. Und früher, ganz früher, als es noch gar kein richtiges Mittel gab, das Herz stillzulegen, wurden die Patienten im Kühlbecken operiert. Ja. Man hat da ein Kühlbecken gehabt, ne, so ein Wasser und Eis. Die Patienten haben Narkose bekommen, die sind dann in diesem Kühlbecken hineinversetzt. Der Körpertemperatur ist nach unten gesenkt worden, natürlich auch das des Herzens. Dann hat man dann Druck gehabt und so aufgemacht und musste man dann schnell operieren. Genau, wieder zu, den Patienten wieder aufgewärmt. Das benutzen wir ja auch, wenn ein Patient reanimiert wird, ja, und wir schließen so ein Kunstherz über die Leiste, um den Kreislauf aufrecht zu erhalten, würden wir meistens, wenn wir sobald wir das anschließen, kühlen wir den Körper. Nicht so stark, aber wir setzen das vielleicht auf 32-30 Grad runter. Ja. Also das hast du angesprochen, Kunstherz. Gibt es schon, also wenn ich jetzt kein Spenderherz von einem hirntoten Menschen bekommen kann, gibt es da eine andere Möglichkeit, dass ich ein Herz bekomme? Also gibt es irgendwie so sagen wir mal Plastik oder irgendwelche anderen Kunstherzen, die man direkt in die Brust setzt und ich lebe dann damit? Oder macht man dann eine externe Lungenmaschine, die irgendwie ein bisschen praktikabler ist zum Rumschleppen? Ja, die externe Lungenmaschine ist wenig praktikabel. Und das schließen wir meistens, diese externe Lungenmaschine, nur um Zeit zu gewinnen. Um Zeit zu gewinnen, das heißt, um entweder das Herz Zeit zu geben, sich zu erholen, wenn überhaupt, oder um Zeit zu gewinnen, mit den Angehörigen des Patienten zu sprechen.
um Zeit zu gewinnen, um eine Entscheidung zu treffen, ob dieser Patient geeignet ist für ein Kunstherz oder für eine Herztransplantation. Jetzt Kunstherz ist ein Herzunterstützungssystem, nenne ich es so, der eigentlich im Körper bleibt. Und früher sind die entwickelt worden bei Patienten, denen es so schlecht ging, die gar kein Spenderherzen hatten, einfach um die Zeit zu überbrücken, bis die ein Spenderherzen bekommen. Aber jetzt ist es so, mit weniger Spenderherzen und manche von diesen Patienten leben ja länger in diesem Kunstherz. Und es wird jetzt sogar in Erwägung gezogen, dass diese Kunstherzen sogar als dauerhafte Therapie eingesetzt werden. Also du meinst jetzt Kunstherz, kein externes? Kein externes. Das ist ein System, der im Körper eingebaut wird. Genau. Das heißt, wir stecken das jetzt in dem Hauptmotor des Herzens. Das ist die linke Herzkammer, da kommt ein Schlauch hinein. Ach, das Herz bleibt drinnen? Das Herz bleibt drinnen. Das Herz bleibt drin und dieses Gerät kommt und sogar und umgeht dann dem linken Herzkammer sozusagen. Das Blut, was aus der Lunge kommt, kommt dann über den linken Vorhof in den linken Herzkammer. Und in einem gesunden Herz würde dieses linken Herzkammer das Blut raustreiben durch die Aortenklappe, durch den Hauptschlagader zum Rest des Körpers. Und beim schlappen Herz oder kaputten Herz ist diese linke Herzkammer einfach schlapp. Das ist fast immer so, oder wie? Das ist meistens so. Ja. Das ist schlapp und schafft es nicht, das ganze Blut, was aus der Lunge kommt, rauszutreiben. Das heißt, es entsteht dann ein Stau. Und dieses Kunstherz kommt da und saugt dieses Blut, was sich sammelt, in der linken Herzkammer ab. Es gibt einen kleinen Motor, der das Blut dann raussaugt und über ein Rohrsystem, den wir dann an dem Hauptschlagader anschließen, saugt das Blut und bringt es in den Hauptschlagader und schiebt es dann zum Rest des Körpers. Und die Aufgabe des Herzens, was dann drin ist, was hat die dann noch für eine Aufgabe, das Herz? Das bleibt zum Beispiel, für, um das verbrauchte Blut vom Rest des Körpers zu sammeln und das dann über die Lunge oder zum in die Lunge dann einzureichen und von der Lunge das wieder zu bekommen und dann eigentlich dann in dem linken Herzkammer, wo dann dieses Kunstherz dann sein Problem, seine Aufgabe erfüllt. Das heißt, die rechte Herzkammer, da kommt das alte, verbrauchte Blut an und es braucht nicht so viel Kraft, das ist eigentlich keine so große Aufgabe, zur Lunge zu geben. Also wenn das Herz nicht so funktioniert, dann meistens, weil es nicht den Druck für die Haupt, weil die ganzen, wo du sagst, dass es überall im Körper gibt. Genau. Und eigentlich kann man dieses, das, was ich jetzt gerade erzählt habe, kann man einbauen, nur wenn man sicher ist, dass die rechte Herzkammer ausreichend Kraft hat zu funktionieren. Es gibt auch Situationen, wo der rechte Herzkammer auch schlapp ist. Ja, da muss man das zweimal bauen. Ja, aber das sind meistens Situationen, wo was eigentlich nicht mit dem Leben zu vereinbaren ist. Das sind Sachen, die wir kurzfristig bauen können, in der Hoffnung, dass der rechte Ventrikel, dass diese rechte Herzkammer sich erholt. Ja, genau. Wenn ich ein neues Herz haben möchte, dann muss mein jetziges Herz unreparierbar sein. Richtig. Woher bekomme ich das? Wie klappt das? Unter welchen Umständen? Was meinst du jetzt? Woher bekommst du ein neues Herz? Oder muss ich da selber sozusagen organisieren? Wahrscheinlich meistens, nicht. Meistens sind die Patienten, die ein neues Herz brauchen, schon länger in Behandlung. Ja? Und es gibt in viele Zentren, die diese Kunstherz einbauen oder die eine Herztransplantation durchführen, ein Team, ja, ein Heart-Team nennt man das, bestehend aus Kardiologen, aus Herzchirurgen, aus Anästhesisten, manchmal aus Kinderkardiologen, wenn es Kinder sind, die diese Fehler immer besprechen. Ja, und diese Patienten bleiben so lang in medikamentöser Therapie, wie es nur geht.
Und dann Grundvoraussetzung, um auf die Liste zu kommen für eine Herztransplantation, ist so schlecht kardial zu sein, dass du nicht außerhalb vom Krankenhaus leben kannst. Oh. Ja? Das heißt, es gibt bestimmte Tests, die man im Krankenhaus machen muss, um die Pumpleistung des Herzens zu bewerten. Da muss man gucken, ob die Lunge gut ist, gut genug ist für das neue Herz. Da muss man keine andere limitierende Erkrankung haben. Das heißt Krebs oder ich sage jetzt limitierende Erkrankung. Man muss auch nicht alt sein. Kein 80-Jähriger kriegt ein neues Herz. Es gibt auch da auch Altersgrenzen. Da muss man sich das alles anschauen. Dann wichtig ist auch, man muss mit dem Umfeld dieses Patienten sprechen und das auch begutachten, weil das ist so eine hohe psychische und körperliche Belastung ist. Man kann sowas bewältigen, nur wenn man ein gutes soziales Umfeld hat. Wenn alles stimmt, dann werden diese Patienten auf diese Herztransplantationsliste gebracht. Es gibt immer die Möglichkeit, für uns als Joker, dass man diese Kunstherz einbaut. Aber momentan ist es so, wenn die den Kunstherz bekommen, dann können die nicht so hoch auf diese Liste gestuft werden. Ja? Und es gibt da Patienten, die dann darauf verzichten und das in Kauf nehmen, dass sie sterben werden, wenn die kein Spenderherz bekommen. Weil die wissen, ja, wenn die ein Kunstherz kriegen, dann müssen es denen so schlecht gehen, weil mit dem Kunstherz geht es den meisten eigentlich gut hinterher, auch wenn es seine Komplikationen hat. Aber mit dem Kunstherz geht es dir so gut, dass du sicher in den nächsten 2 bis 5 Jahren vielleicht kein Herz, kein Spenderherz bekommen wirst. Ja, vor allem bei der Knappheit der Spenderherzen. Genau, dann kommst du auf diese Liste, dann bist du halt im Krankenhaus, ständig unter Beobachtung. Manchmal kann es bis zum halben Jahr, bis 8 Monaten gehen, wo diese Patienten im Krankenhaus leben. Da muss man diese Tests immer wieder durchführen. Da muss man gucken, welche Antikörper man hat. Ja, das muss alles in so einem System dokumentiert sein. Dann gibt es eine zentrale Stelle in Europa, diese Eurotransplant, die Daten von alle Patienten, die ein neues Herz brauchen, haben. Und ich nehme jetzt ein Beispiel, dann würde jemand in Holland oder in Lettland, das ist jetzt extrem, gell, sterben oder hirntot sein und sein Herz dann spenden wollen oder spenden. Dann würde man daher gehen, gucken, wie groß ist dieser Mensch, ob der zu dir passt. Welche Antikörper hat dieser Mensch, ob es mit deinem kompatibel ist. Wenn alles stimmt, dann kriegen sie einen Anruf in ihrem Zentrum, in dem Krankenhaus, wo sie sind. Sagt, so ist es, wir haben ein Herz für den Herrn Fionn gefunden. Der Herr Fionn kann langsam vorbereitet werden für die Transplantation. Dann kommt ein anderer Arzt, gibt ihnen da Bescheid. Gleichzeitig wird eine Mannschaft dann von Freiburg entsendet nach Holland mit einem Flugzeug. Es gibt ja diese kleine Flugplatz in Freiburg, das wird häufig dafür benutzt. Dann wird diese Mannschaft dahin geflogen. Die schauen sich das Ganze an, die untersuchen das Herz nochmal, schauen sich alles an. Und es gibt immer jemanden in Freiburg, der das alles koordiniert. Die gucken und rufen an und sagen, okay, tipptopp, das Herz sieht gut aus, das können wir entnehmen, dann könnt ihr mit der OP starten. Meistens sind die Patienten voroperiert, dann startet man mit der OP, bereitet alles vor und währenddessen wird diese Mannschaft dann in Holland das Herz entnehmen. Es gibt das ist die Freiburger Mannschaft? Die Freiburger Mannschaft. Ja. Die Mannschaft, die das einsetzt, muss das Herz entnehmen. Die Freiburger Mannschaft ist vor Ort in Holland, schaut sich das Herz an und entscheidet, das ist ein gutes Herz für den Herrn. Dann entnehmen die das. Es gibt dann
bestimmte Geräte. Es ist ein Mannschaftshaus, Leute. Ein Kardiotechniker, ein zwei Herzchirurgen. Manchmal. Die fliegen dahin. Das Herz wird entnommen. Und es gibt so ein Gerät, ich würde es dir zeigen. Man kann das Herz quasi in diesem Gerät anschließen und das Herz schlägt währenddessen für den Transport. Ja. Oder man kann es auch stilllegen, auch mit einer speziellen Kaliumlösung. Und man muss aber diese Lösung kontinuierlich verabreichen für diesen Zeitraum. Mhm. Vom Zeitpunkt, wo das Herz aus dem Körper genommen wird, bis das Herz bei dir eingebaut wird, muss man diese Zeit auch so kurz wie möglich halten. Was ist so die typische Zeit? Oh, das ist schwer. Das hängt von der... Maximal? Ich würde jetzt lügen, wenn ich irgendeine Zahl sagen würde. Ich sage, in der Regel versucht man das so zu so eine Stunde. Eine Stunde? Vom Entnahme bis zum Einbauen, je nachdem, wo das ist. Nur eine ist. Stunde? Die fliegen. Wow. Weil dann kann man es jetzt nicht zum Beispiel aus Spanien. Es ist schwer. Verstehe. Ja, und das ist der Grund, warum manche Länder oder manche Orten, die zu weit weg ausfallen. Es gibt aber, das wäre jetzt zu viel. Und deswegen gibt es dieses Gerät, wo man das Herz anschließen kann und das Herz schlagen kann. Mit diesem Gerät kann man das Herz aus weit entfernten Regionen holen, weil dann ist es eigentlich egal, wie lang das ist. Das Herz ist besser geschützt. Und das ist nicht stillgelegt, sage ich jetzt mal so. Das arbeitet über den gesamten Zeitraum, bis es eingebaut wird. Dieses OCS, Organ Care System heißt es, das ist das Gerät, wurde dafür entwickelt, dass man nicht mehr so viel Druck hat, diese Zeit so gut es geht, so kurz zu halten. Ja. Gut, und gleichzeitig gibt es eine zweite Mannschaft hier in Freiburg, der dein altes Herz rausholt. Und liege ich dann erstmal da eine halbe Stunde ohne Herz? Nee. Nein. Das Herz wird entfernt, wenn das neue Herz in die Klinik landet. Und dann sind da so 15 Minuten, bis das unten im OP ist oder so? Also die landen da meistens entweder mit dem Hubschrauber oder fliegen, wie auch immer. Und wenn die landen, wie gesagt, es gibt immer jemanden, der alles koordiniert. Wo seid ihr? Ist gut und so. Weil stell dir mal vor, die nehmen das neues Herz und der Flugzeug stürzt ab, zum Beispiel. Ja, das heißt, das Herz wird erst entfernt, wenn das neue Herz da ist. Das heißt, die bereiten alles vor, dass wenn sie sagen, okay, da ist das Herz, da ist es genommen, dann wird es geklemmt, ausgeschnitten, raus, das neue Herz rein, genäht. Ja. Und dann diese großen Röhren müssen dann wieder miteinander verbunden werden. Ja. Wenn ich jetzt sterbe, sagen wir mal, ein blöder Autounfall oder sowas, und ich sterbe noch am Unfallort und ich bin Organspender, kommt mein Herz in Frage? Ohne Kreislauf geringt das Blut im gesamten Körper. Das heißt, wenn du Spender bist, musst du eigentlich nur im idealen Fall nur hirntot sein. Das heißt, nur mit dem Gehirn oder Genick oder irgendwas, womit man das Leben nicht vereinbaren kann. Ja? Aber dein Herz und Kreislauf muss intakt sein. Merke ich das, wenn ich dir... Das würdest du nicht merken. Hirntod, was kann man sich darunter vorstellen? Ja, Hirntod heißt, man kann nicht sicher sagen, dass du irgendwas von deiner Umgebung wahrnimmst. Okay. Das ist sicher, dass du das nicht sagen kannst, dass du das nicht wahrnehmen kannst und sicher, dass du dich nicht äußern kannst. Ja, und das ist eine Diagnostik, die dann sicher von einem sehr erfahrenen Arzt gemacht wird, auch ein Neurologe gemacht wird. Und der kommt und überprüft, es gibt ja manche Reflexen oder Reaktionen, die unbewusst sind. Meistens, wenn man hirntot ist, fallen all diese Reflexen weg. Ja, das auf heißt, Schmerzen der Hirn, genau, du reagierst gar nicht auf Schmerz. Man sieht es auch quasi, es gibt unbewusste Reaktionen auf Schmerzen. Zum Beispiel, wenn ich den Schmerzreiz zufüge, würde ich merken, dass dein Herz
schneller schlägt, weil Adrenalin ausgeschüttet wird. Und es gibt solche Reaktionen, die sind unbewusste Reaktionen auf den Schmerzreiz zum Beispiel. Sowas würde ausfallen, wenn man hier tot ist. Das heißt, es gibt keine zentrale Kommunikation mehr mit dem Gehirn. Dann gibt es diese Reflexe, die fallen dann auch komplett aus. Diese Reflexe sind auch unbewusst. Ja? Das heißt, diese Knie, diese Patellasehnenreflex, wenn ich das schlage, dann bei jedem würde das Knie einfach nach vorne. Das ist ein unbewusster Reflex, der mir sagt, dass die Verbindung zum Rückenmark und Knie intakt ist. Und die funktioniert nicht bei einem Hirntod? Das würde dann nicht funktionieren. Diese Reflexe würden nicht mehr funktionieren. Ja. Okay, gut, also das ist wahrscheinlich dann eher weniger Menschen, die für eine Organspende dann letztendlich... Doch, es gibt Leute, die im Krankenhaus mit anderen Ursachen versterben. Von der Intensiv? Von der Intensiv. Es gibt Leute, die zu wenig Luft gehabt für 30 Minuten. Genau, die Lungenprobleme hatten oder die einen Schlaganfall hatten zum Beispiel, die Bauchprobleme hatten. Ja. Oder die einen Unfall hatten und haben sich ein Genick gebrochen zum Beispiel. Ja. Genau. Es gibt genügend Leute, die dafür in Frage kommen, aber das Problem ist, nur wenig Leute sprechen sich aus dafür, wenn die das noch können. Oder zumindest, wenn man keinen Spenderausweis hat, sollte man sowas zumindest mit seinen Verwandten besprechen, ja? Wie man dazu steht. Das hilft dann enorm in dem Entscheidungsprozess für die Ärzte, die so einen Menschen dann letztendlich behandeln. Okay, gut. Wie kamst du eigentlich dazu, Herzchirurg zu werden? Was muss man da machen? Weil Herzchirurgie kann man ja nicht studieren, so, oder? Also ich habe nur Medizin. Genau, man studiert Medizin. Und am Ende des Studiums muss man sich festlegen, was für eine Weiterbildung man machen möchte. Und Weiterbildung, das ist bis... Ich sage jetzt mal so plakativ, das ist so wie eine Ausbildung. Und da musst du ein paar Jahre in diesem Zunft arbeiten und am Ende musst du eine Prüfung ablegen. Ja? Und in der Regel, der Dauer oder die geplante Dauer der Weiterbildung sind 6 Jahre. 2 davon ist ein allgemeiner Teil, allgemein chirurgischer Anteil. Und dann hat man 4 Jahre, wo man speziell dann herzchirurgische Eingriffe dann angelernt wird und dann macht man selber dann gegen Ende seinen Facharztreife. Aber in der Praxis ist es so, dass diese Weiterbildung viel länger dauert, weil es ist so komplex und diese Zeitraum von 6 Jahren ist auch so kurz, dass man so viel komplexe Sachen verstehen und durchführen kann, wie das sein soll. Und in der Regel dauert es so circa 8 Jahre für die Facharztreife. Das heißt, zwischen dem ersten Mal Hörsaal gehen, bis man das erste Mal eine Klappe selber ausgetauscht hat? Würde wahrscheinlich 10 bis 14 Jahre vergehen. Ja, erste Mal im Hörsaal gehen ist Medizinstudium, dann 7 Jahre fertig und dann eigentlich bis zum dritten, man mag mindestens 2 bis 3 Jahre der Herzchirurgie, um überhaupt sowas machen zu können. Genau, ich würde sagen so zwischen 10 bis 14 Jahre. Ja, das ist ein. Und klar, man muss für sowas brennen, weil das Wichtigste ist nicht nur, diese Klappe da einzunähen. Ja, es gibt vieles drumherum, auch den Druck, mit dem man leben muss. Wie man mit diesem Druck umgeht. Die Patienten, die kommen da mit Ängsten. Man muss diese Angst auch abnehmen können und denen dann auch Sicherheit geben können. Das ist alles, was seine Zeit braucht. Ja? Und auch der Umgang mit Verlusten, wenn man Patienten verliert. Und weißt du, dieser Beruf ist, wir sind ständig zwischen Leben und Tod. Ja. Eine falsche Entscheidung kann, wir kriegen sofort das Ergebnis. Ja. Wenn man falsch handelt, kriegt man sofort sein Zeugnis. Man wartet nicht lang. Ja.
Man sieht sofort das, was man falsch gemacht hat. Das Herz verzeiht wenig. Ja. Wenig Fehler, sage ich jetzt mal so. Von daher, man muss mit all diesem Konstrukt umgehen können. Und das ist auch ein relativ ehrgeiziges Feld. Das heißt, die meisten Leute, die das machen wollen, sind da auch bereit, dafür zu kämpfen. Das muss man auch mitbringen können. Ist das Klima dann? Meinst du, das wirkt sich aufs Klima aus unter den Chirurginnen? Nicht unbedingt. Aber man würde fast sagen, dass die, es gibt Typen, die für die Chirurgie gemacht sind. Und es gibt Typen, die für jetzt die Anästhesie oder die Kardiologie gemacht sind. Das ist jetzt nicht abwertend, die anderen Fächern gegenüber. Aber das ist halt so. Wenn man jetzt nicht dafür gemacht ist und nicht dafür brennt, dann tut man sich schwer, da durchzusetzen. Oder auch dieser lange Leidensweg dann auszuhalten. Ja. Ich habe mal gehört, dass so ein Konkurrenzkampf in der Chirurgie auch herrscht, dass man, es gibt ja so Operationspläne, gibt es besonders interessante Operationen und dass sich da das eine oder andere Alpha-Tier hingegangen ist und hat den Namen weggrippiert und hat seinen eigenen raufgeschrieben, weil er den so interessant fand. Ist sowas, meinst du sowas? Oder ist das Gerücht? Oder? Das ist so wie im Leben, so wie im Fußball. Ja? Denn Manuel Neuer hat ja gesagt, wenn der Alexander Nübel von Schalke kommt, ist er nicht bereit, seinen Platz zu räumen für ihn. Genau. Das heißt, man möchte immer spielen. Ja? Wenn man da ist, man möchte immer in der Startelf stehen. Das heißt, klar, wenn man dafür brennt, möchte man immer operieren. Ja. Ich glaube, diplomatischer kann es nicht ausdrücken. Genau. Ja. Ja. Ja, aber klar, das sollte, Patientensicherheit sollte im Vordergrund stehen. Und ein relativ faires Miteinander sollte auch herrschen. Ja, ich glaube, es trägt auch bestimmt ein bisschen zur Patientensicherheit bei, wenn die Leute ehrgeizig sind. Ja, kann man so sagen. Aber zu viel Ehrgeiz ohne Plan kann auch für den Patienten schädlich sein. Kommt auf die Klinikleitung an. Genau, aber ich sage es so, die Herzchirurgie ist ein Mannschaftssport. Ich bin der Meinung, man kann da nicht allein überleben. Und es gibt ein Sprichwort bei uns, wenn man schnell gehen möchte, geht man allein. Wenn man weit gehen möchte, dann geht man zusammen. Ja, weil man wird eine Schwächephase haben, irgendwann mal. Und dafür braucht man auch Kollegen, die einem dann auch stützen und mitträgt. Ja. Mit wem sollen wir sonst unsere Schwierigkeiten besprechen? Meine Familie, meine Frau, meine Kinder, die können das nicht verstehen. Die verstehen wahrscheinlich weniger, mit welchem Druck ich arbeiten muss. Aber ein Kollege, der das selber erlebt hat, der kann es nachvollziehen. Was bedrückt euch? So, ich meine jetzt, wenn ich einen Patienten verliere, zum Beispiel. Passiert das häufig? Das ist Gott sei Dank relativ selten. Ja, aber das sind immer traurige Umstände, da muss man mit der Familie sprechen. Das sind also nicht mit der eigenen, sondern mit der des verstorbenen Menschen? Genau. Das sind eigentlich keine so angenehme Situationen. Man ist dann auch dankbar, wenn es Kollegen oder erfahrene Kollegen gibt, mit denen man sich austauschen kann. Was ist das so ein typischer Grund, dass die Person verstirbt bei der Operation, weil man selber einen Fehler gemacht hat, weil man sich verkalkuliert hat, weil man das Risiko nicht eingeschätzt hat? Oder? Ich würde sagen, klar, Fehler kann jeder machen. Ja? Aber bei so einem OP ist man nicht allein. Ja? Die Fehler werden vorher besprochen in einer Gruppe. Der Plan wird auch vorher besprochen in einer Gruppe. Ja, und während der OP ist man auch in einer Gruppe. Das heißt, es ist eine Gruppe, die diese OP durchführt. Und klar, man kann sich verschätzen oder es kann Sachen während der OP passieren, die unvorhersehbar sind. Und die dann diese OP schwieriger macht als sonst. Ja, klar. Und deswegen können auch Patienten versterben.
Das gibt's, aber es gibt auch Patienten, die mit sehr komplexen, sehr schweren Erkrankungen, Vorerkrankungen kommen, wo man schon von vornherein weiß, dass das Risiko bei diesem Patient sehr hoch ist, dass er die Prozedur nicht überlebt. Aber bei solchen Patienten, wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt, denen zu helfen, und die einzige Möglichkeit, die Chirurgie ist, kann man denen diese Möglichkeit nicht verwehren. Mhm. Auch wenn es 50-50 oder so ist? Ja. 50-50 ist sogar groß. Echt? Ja. Es gibt welche, die ein 70-80-prozentiger Wahrscheinlichkeit haben. Aber was willst du dann machen? Die einzige andere Möglichkeit ist zu sagen, okay. Dann ohne stirbt er 100%. Ja. Ja, okay. Und wir wissen, ohne stirbt er 100%. Mit hat er eine Wahrscheinlichkeit, eine kleine Wahrscheinlichkeit zu überleben. Dann wollen wir denen auch diese Möglichkeit geben. Also du hast jetzt im Endeffekt gesagt, du kannst eigentlich alles Mögliche, was so im Herz sich bewegt und was funktionieren muss, reparieren. Ihr könnt auch das Herz austauschen. Gibt es noch etwas, was Zukunftsmusik ist? Was fehlt der Herzchirurgie noch? Ich glaube, Zukunftsmusik ist ein komplettes Kunstherz. Ja. Also das Alte raus? Das Alte raus und eine Maschine rein. Das ist die Zukunft. Und es wird dann die ganze Problematik mit wenig Spender auch lösen. Und auch selbst die Leute, die Spender, neue Spenderherzen bekommen, müssen da sehr viel Medikamente nehmen, dass den eigenen Körper dieses neue Herz nicht abstößt. Das ist eine Säule der Zukunftsmusik. Die andere Säule ist dann vielleicht alle Eingriffe am Herzen durchzuführen ohne Herz-Lungen-Maschine. Am schlagenden Herzen. Oder genau, am schlagenden Herzen oder am flimmenden Herzen. Zum Beispiel jetzt, wie das gerade eben läuft, schon läuft, mit dieser Katheterklappe, ja, mit dem Draht. Und es gibt Bestrebungen, das jetzt mit den anderen Herzklappen so durchzuführen. Und ich denke schon, dass das relativ zeitnah passieren wird. Ja. Und auch ein wichtiges Thema für die Herzchirurgie oder für uns Herzchirurgen vielmehr ist die Empathie, die Patienten gegenüber. Ja? Wir wecken da manchmal stundenlang am Patienten, machen uns Gedanken und schaffen es nicht, das, was wir uns überlegt haben, das, was wir gemacht haben, dem Patienten so rüberzubringen, dass der Patient das auch versteht und dass der Patient das auch mitzieht. Weißt du? Weil wir machen stundenlang Gedanken über diese Patienten, machen da die tollsten OPs und manchmal gehen diese Patienten von der Klinik raus, ohne dass sie den Operateur gesehen haben. Wirklich? Manchmal, weil die zu sehr beschäftigt sind und da andere Sachen machen müssen oder ständig im OP sind. Ich habe manchmal das Gefühl, ich war mal als Kind irgendwie da in Behandlung, da hatte ich das Gefühl, die kennen mich gar nicht. Die gucken nur auf ihr Schreibgerät und so. Aber dann habe ich irgendwann mal gehört, ja doch, die haben sich vor der Operation ausführlich mit mir beschäftigt. Die wissen mein Körpergewicht und alles Mögliche und wissen, da kommt ein kleiner Bub, der hat sich das und das getan und ich dachte nur, die schneiden halt den Arm auf und machen da Drähte rein und fertig. Genau, das... Ich fühlte mich nicht zu Hause so richtig. Genau, und ich glaube, das ist etwas, vor allem in der Herzchirurgie, wir haben ja mit den Herzen der Leute zu tun, da ist schon ein wichtiger Teil, dass wir auch Zeit mit diesen Patienten verbringen. Dass sie auch Vertrauen zu uns gewinnen können, dass sie auch verstehen können, was wir machen. Das ist zum Teil unserer Arbeit oder Arbeitsstruktur geschuldet, weil wenn du operierst, dann bist du entweder im Vorbereiten für den nächsten Fall oder im OP, im Operieren, dass man wenig Zeit hat, dann hinterher dann diese Patienten zu besuchen und mit denen auch zu sprechen, ausführlich. Aber das ist etwas, was man sicher auch strukturell einbauen kann. Aber
ich würde auch sagen, da müsste fast jeder Herzchirurg selbst daran arbeiten. Ja, zu sagen, hey, ich betrachte nicht nur diese Klappe, sondern sehe ich den Patienten als Mensch. Ja, und da ein bisschen mehr Zeit auch dafür einbringen, dass die Patienten einem auch verstehen. Oder verstehen, das, was man macht. Ist das nur nett? Also ist das nur sympathisch? Oder bringt es auch etwas medizinisch, wenn man... Es gibt einen Satz, dass es keine Heilung gibt ohne Vertrauen. Ja? Heilung kann nicht stattfinden, wenn du derjenige, der diese Heilung bringt, nicht vertraust. Und Vertrauen kannst du gewinnen nur durch Kontakt, Gespräche und Erklärungen. Ja? Und das bringt schon was, dieser Patienten-Arzt-Kontakt. Das ist wichtig. Ja? Nicht nur für den Hausarzt, Kardiologe, aber auch für den Herzchirurg. Ich denke, mein Gott, du hast jemanden im Herzen in deiner Hand. Das muss ja was bedeuten. Ja, das muss ja was bedeuten. Und es sollte auch eine Verbindung geben. Ja? Und du reparierst irgendwas an dem Herzen. Ja? Du bringst das Herz wieder in Ordnung. Und für diese Patienten ist es ein einmaliges Erlebnis, mit denen, die werden sich damit beschäftigen oder befassen bis ans Ende deren Leben. Für dich, du machst das jeden Tag und so. Und damit die das auch reibungslos und problemlos bearbeiten, verarbeiten können, ist der Herzchirurg ein wichtiger Bestandteil. Clemens, mir sind noch einige Fragen eingefallen. Das könnte ausarten. Wenn wir jetzt noch die ganzen verschiedenen Details, nicht umsonst sagst du, hast ja 14 Jahre braucht man vielleicht, bis man mal so eine Herzklappe austauscht. Die Zeit nehmen wir uns jetzt nicht. Ich danke dir vielmals für die interessanten Ausführungen. Sehr gern. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht oder ich hoffe auch, dass die Zuhörer und Zuschauer, dass es denen gefallen wird. Ich hoffe auch. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn es einfache Fragen sind, dann google ich die auch gerne für euch. Und alles andere, da muss ich dich nochmal anhauen. Ich stehe gern zur Verfügung. Ich hoffe, die Sendung war für euch informativ. Sie lebt auch von euren Vorschlägen. Deswegen schickt mir an fion@achdeswegen.de eure Anregungen, Lob, neue Themenvorschläge. Ich würde mich sehr freuen darüber. Und wer sich noch darüber freuen würde, sind all die, die das Thema sehr spannend finden und all die Leute, die sehr wissbegierig sind. Schickt den Leuten die Sendung, damit wir als Gesellschaft mehr über diese komplexe und schöne Welt erfahren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.